Willkommen bei Kokosnuss und zu der zweiten Folge von Elden Ring. Und in dieser Folge erkunden wir die ersten Teile von Limgrave. Die Karte. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Ja, das ist die Karte. Mit M können wir die öffnen. Hallo? Ne, mit G. Ja, mit G kann man die öffnen. Kartenmenü. Ah, ja, ja. Ja, das ist die Karte. Sieht sehr komisch aus. Ja, sieht sehr komisch aus. Weil wir haben die Karte eigentlich noch gar nicht. Die befindet sich nämlich hier. Und die müssen wir erst kriegen. Und ja, die Karte ist in so einem mittelalterlichen Stil. Ja, dann reden wir mal mit dem hier. Hallöchen. Oh yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you. However, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope. Even the maidenless, me, Vare. Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you tarnished? You may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Hmm, indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Aha. Ja, mit NPCs sollte man Elden Ring öfter sprechen, weil die haben immer wieder neue Dialoge. Aber wenn die Dialoge sich nicht erneuern, dann kann man aufhören. Und man sollte die nicht schlagen, weil ja, das hat Folgen für das ganze Spiel. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly, to Castle Stormvale, over on the cliff. Ja, das ist das Schloss da hinten. Home of the decrepit demigod Godric the Grafted. It's time you set off, I should think, to Castle Stormvale on the cliff, where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Ich bin maidenless? Böse. It's time you set ja, off, jetzt, I should think, to Castle. If you seek jetzt sagt er nichts anderes mehr, also können wir jetzt gehen. Ein Ritter. Mit einem Pferd. Und einer goldenen Rüstung. Und einer Riesenlanze. Ja, werde ich brauchen. Aber ich glaube, so wie wir jetzt ausgerüstet sind, sollten wir nicht gegen ihn kämpfen. Oder? 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 Ja, wir probieren es einmal. Wir probieren es einmal. Oh, was ist das? Herbeirufungsreserven. Ach, ich kämpfe jetzt gegen den. Ich komme. Oh, das geht doch schief. Egal. Fürs Video. Oh! Aua. Ja, ich bin too hit. Für ihn. Und ich muss ihn 1000 Mal schlagen. Oh shit.
in meinem richtigen Zeitpunkt rollen, dann passiert sowas nicht. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich kaum Damage gemacht. Ich glaube, das wird nichts. Erstmal. Aber wir besiegen ihn schon vor dem Schloss. Tod. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort des eures Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln könnt, sind die für immer verloren. Oh oh. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu verlorenen Runen. Ja, Runen ist die Währung des Spiels und die bekommt man durch das Erledigen von Gegnern. Hier unten sieht man, ich habe 0 Runen. Ja, leider. Und hier oben, da wo jetzt die Spitze des Turms ist, sieht man so eine Art Kompass. Und meine Runen sind in Norden. Da sieht man das Leuchten. Und dann müssen wir hin, einsammeln und dann haben wir unsere Runen. Aber dann müssen wir an dem vorbei. Wünscht mir Glück. Oder wir schleichen uns an ihm vorbei. Ja, das ist besser. Oh, süß. Ein Schäfchen. Hallo. Wir bräuchten doch auch Essen, oder? Aber sowas mache ich doch nicht. Ruinenfragment. Okay. Stimmt, wir brauchen ja unsere Runen. Aber danach gehen wir zu diesem Kloster. Psst, leise sein. Er kann uns hören. Mit X kann man außerdem noch ducken. Ja, und in Büschen sieht man einen nicht so gut. Unsere Chance. Schneller. Wir haben es. Jetzt weg hier. Gut, er hat uns nicht gesehen. Material? Materialien. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Ja. Das stimmt. Aber damit man auch Objekte herstellen kann, braucht man ein Werkzeugkit. Und das holen wir uns gleich, wenn wir genug Runen haben. Oh, goldene Rune. Ja, diese goldenen Runen, die ich jetzt eingesammelt habe, können wir für mehr Runen benutzen. Wenn wir also keine Runen haben, können wir auf Inventar drücken, auf die goldene Rune und sie nutzen. Oh, shit. Nein! Nein! Ja, wir haben 400 Runen bekommen. Schaf, rette mich! Nein! Hilfe! Ah, hier ist noch so ein Totenschädel. Wenn man ihn kaputt macht mit einer Rolle, ist da auch eine goldene Runde drin. Ja. Da sollte eine goldene Runde drin sein. Ja. Wie man es jetzt gesehen hat, es gibt kein Pausenmenü. Wenn man im Menü ist, dann passiert alles um einen in der Welt trotzdem. Also gibt es keine Pause und man sollte sich irgendwo zurückziehen. Du hast mich nicht beschützt, Schaf. Ja, natürlich, Schafe rollen immer so. Man sieht es wieder hier. Da Richtung Norden, da sind unsere verlorenen Runen. Hier. 400 Stück. Und da ist schon die Kirche mit dem Weihnachtsmann. Nein, es ist nur ein Händler. Und mit dem reden wir gleich. Nur aktivieren wir erstmal diese Gnade. Schnell reisen zu Orten der Gnade. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte zu Gnade reisen. Es gibt aber auch Dungeons und Orte, an denen dies nicht möglich ist. Ja, wenn wir die Karte öffnen, können wir an die drei Orte, die wir schon gefunden haben, reisen. Aber nur an die Gnaden. Ja.
Hier können wir unsere Waffen verstärken am Schmiedetisch. Das kostet aber Runen und Schmiedesteine. Das ist jetzt Schmiedestein 1 und desto mehr wir unsere Waffen verstärken, desto höhere Schmiedesteine brauchen wir. Also 2, 3, 4, 5 und so weiter. Waffen verstärken? Können wir schon unsere schöne Keule verstärken? Nein, das können wir nicht. Hallo? Zurück? Ja, zurück. Ja. Dann schreiben wir schon nochmal einen, erstmal eine Nachricht. Hier sind Vorlagen. Also man kann vorausnehmen. Man kann nicht selber schreiben, man muss nur diese vorgegebenen Sachen nehmen. Und so Fachbegriffe wie... was nehmen wir denn? Gegner. Hund. Ja, das ist so ein Witz von Elden Ring, dass man hier Hund vorausschreibt. Oder Hund. Obwohl das ja kein Hund ist. Ja, egal. Dann reden wir mal mit ihm. You're tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale. Kale. They are fine goods. Information über Kale. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okay. Goodbye for now. Und falls ihr euch fragt, was die Befleckten sind, ja, das sind wir. Das sind wir. Die Befleckten sind nämlich ein Stamm. Ich glaube, das ist ein Stamm, der aus dem Lande hier verbannt ist. Und dazu gehören auch wir. What is it? Empfehlung. You know, if you can spare the rooms, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Genau. Wir sollten uns das Crafting Kit, wie ich eben gesagt habe, holen. Das hier. Werkzeugsatz. Wir haben genug Runen, weil wir die goldene Rune aktiviert haben. Im Inventar. Und dann haben wir es direkt. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. Objektherstellung. Mit dem Werkzeugsatz könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wählt im Hauptmenü Objektherstellung aus, um Objekte herzustellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Behälter. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr diese Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stehen. Die in Behältern aufbewahrten Materialien werden beim Benutzen verbraucht, aber die Behälter selbst bleiben erhalten. Ja, die Behälter, das sind diese hier. Die braucht man, um verschiedene Sachen herzustellen. Goodbye. Ja, mit E kann man dann die Texte überspringen, wenn man schon alles gehört hat. So, Objektherstellung. Objektherstellung, ja, ja, ja. Dann stellen wir mal Regenbogenstein her. Ja, dreimal. Wir brauchen Ruinenfragment, die wir eben auch eingesammelt haben. Und dann haben wir Regenbogenstein dreimal im Inventar. Inventar passt 99 Sachen rein, ins Lager 600. Aber das kann man ja nur an Gnaden öffnen. Wir haben es hergestellt. Und dann haben wir schon im Inventar. Und wenn wir es nutzen... Ja, das ist sehr nützlich, wenn wir an dunklen Orten sind. Die können wir einfach werfen. Und dann sehen wir, was unter uns
im Schwarzen verborgen liegt. Es leuchtet so schön. Hehe. Wo gehen wir denn als erstes hin? Ich glaube, wir gehen erstmal zurück und schauen da, was da so ist. Weil wir müssen... Oh, hab ich gerade erschreckt vor dieser, vor diesem Schaf. Ja, wir brauchen dringend Rüstung und bessere Waffen. Weil so können wir nicht weitermachen. Nein, doch. Mit dieser Keule. Ha. Vögel. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Oh, armer Vogel. Nur Federn. Oh. Hallo, Großer. Ja. Das ist ein Gegner, aber ich glaube, wie den goldenen Ritter können wir den erstmal nicht besiegen. Er geht immer hier, ich zeig's mal, hier in dieser Küste, hoch und runter. Und wenn er hoch geht, können wir runter. Ja. Es gibt Fallschaden. Aber nicht so viel. Und wenn man hier in Gebüschen landet, dann kriegt man weniger Fallschaden. Also müsst ihr aufpassen, wenn ihr Elden Ring spielt. Ja, ja, ja. Echt schön, an jeder Ecke findet man irgendwas. Ah, und da unten ist schon ein Seemonster. Aber das ist auch viel zu stark. Ist alles viel zu stark. Oh, was ist das? Achtung, Monstrum. Ja, sehe ich. Sieht so aus wie leuchtende Fußabdrücke. Oh, es regnet. Wow. Ah, daneben. Hier. Hier? Hier? Wo hier? Ah, hier. Nein! Gute Nachricht. Also, das ist anscheinend so ein unsichtbares Wesen. Müssen wir kriegen. Hallo. Oh, sieht echt schön aus. Die Welt von Elden Ring. Jetzt kriege ich's. Hey! Oh. Ich möchte doch nur das kriegen. Hä? Oha! Die Nachricht, die wir eben geschrieben haben, Hund voraus, wurde bewertet. Ah. Und das können wir sehen, wenn wir auf Nachrichten drücken. Und bei geschriebenen Nachrichten hier einmal gut. Oha, voll cool. Also immer noch Leute spielen Elden Ring. Und sind gerade am Anfang. Oh, das wird doch nix. Doch. Ja, in Elden Ring kann man nicht schwimmen. Also... Wenn man hier drüber geht, dann fliegt man einfach runter. Ja. Man kann nicht schwimmen. Ach, egal. Dann gehen wir hier entlang. Wir sollten die großen Monster erstmal in Ruhe lassen, weil die sind nicht umsonst so groß. Oh, eine Schildkröte. Was? Warum schlägt er die Schildkröte? Damit das andere nicht auch tun, schreiben wir noch eine Nachricht. Voraus. Und zwar... Leute, wo ist Freund? Warum kann man nicht hier oben schreiben, was man sucht? Ah, hier, Freund. Warte. Wo kann ich noch
eine Geste einfügen. Ah, mit F. Da kann man noch eine Geste einfügen. Vorwärts zeigen. Es gibt noch sowas. Also wenn man mehr schreiben möchte. Freund voraus. Wenn, bla bla bla. Ja, das reicht erstmal. Da wird niemand dieser schönen Schildkröte Leid antun. Freund voraus. Sehr gut. Gegner. Ich muss erledigen. Ich hab Keule. Soll ich mich anschleichen? Anschleichen? Ja, die haben mich schon bemerkt. Aber erstmal den hier. Und wenn man von hinten... Ach. Hat jetzt nicht geklappt. Wenn man sich anschleicht und von hinten schlägt, dann macht man mehr Damage. Aufhauen. Ja. Hey. Die schlagen mich einfach gar nicht. Haben mich noch gar nicht gekriegt. Ich krieg euch. Ja. Nein. Ja, die machen auch sehr wenig Damage. Ah, vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variieren je nach der Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Ja. Warte, Flaschen. Oh. Mit Erd kann man trinken. Ja gut. Egal. Wenn hier sowas leuchtet, bedeutet das, dass das hier ein Item ist. Wenn wir einen Gegner erledigen... Leck? Ja, wenn wir den Gegner erledigen, droppen manchmal Items. Von den ganzen Gegnern ist jetzt ein Item gekommen. Und das ist ein Glühstein. Ist nichts Besonderes. Ja, hier ist eine Höhle. Aber... Naja. Küstenhöhle. Das wird nicht so einfach. Wir aktivieren schon mal hier die Gnade. Damit wir... uns irgendwann hier einfach hinporten können. Weep, weep. Oh, ein Händler. Yeah. Erkennt man immer an den Eseln da. Wenn da keine Esel sind, dann sind es keine Händler. Hallöchen. Oh. Und diese Schmetterlinge sind immer über Lagerfeuern. What do you need? I don't want any trouble. Was hat er denn so im Angebot? Auch keine Rüstung. Hier die Schmiedesteine. Können wir benutzen, um Waffen zu verbessern. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich verbessere nicht meine Keule, sondern hole mir irgendwann eine andere Waffe. Eine bessere. Mit diesen Blättern kann man unser Werkzeugkit verbessern. Dann haben wir mehr Sachen zu verbessern. Ja. Ja, schöne Sachen, aber... Ich habe kein Geld. Keine Runen. Danke, aber nein, danke. Okay. Schöner Hund. Hey. Ja, hier ist nichts mehr. Oder? Ach, wir gucken mal. Gibt's hier was? Nö. Zur Insel kommen wir nicht, weil wir ja nicht schwimmen können. Und ich probiere es auch gar nicht. Ha. Kommt man hier hoch? Nein, weil klettern kann man auch nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Wir kriegen ja bald ein Pferd. Damit können wir Doppelsprung machen. Ja. Ja, das Pferd holen wir uns bei der nächsten Folge. Und dann beende ich mal diese Folge hier. Schön an der Höhle.
Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.